gar nichts denken, nur tanzen. Das wünscht sich manch ein Erwachsener nach einer stressigen Woche. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, auch mal mit dem Tanzen zu beginnen. Maike, ist das hier möglich? Kann hier jeder bei euch einsteigen? Ja, bei uns geht es also los von 3,5 Jahren bis unendlich. Mein ältestes Erwachsenenpärchen war 75 und 78 Jahre alt war das Pärchen. Und ja, die hatten auch noch großen Spaß am Tanzen. Und es geht im Prinzip bei uns los mit Kindertanz. Dann haben wir Hip-Hop, Clip-Dancing, Breakdance, Standardtanzen, Lateintanzen. Achtung! 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, steh und zack. Steh und zack. Steh und zack. Arme, Micha, Arme. Gerade stehen. Schön die Füße strecken, strecken. Genau. Arme immer ganz raus. Langer Hals. Und die Hüften mehr drehen. Länger stehen. Steh und zack. Mir hat letztens unglaublich viel Spaß gebracht. Leider beherrsche ich das nicht. Aber bei den Kindern konnten wir ganz tolle Bilder einfangen. Und ich frage hier einfach mal, seit wann die tanzen? Seit wann tanzt ihr schon? Seit 3 Jahren. Also ich seit 3 Jahren. Und 4. Seit 4 Jahren? Ja. Und wie ist bei euch? Also ich tanze seit ungefähr 2 Jahren. Was ist das Besondere am Tanzen? Dass es Spaß macht und man lernt auch ganz viele Schritte und kann sich auch richtig austanzen, ja. Und muss gar nicht an gar nichts denken, sondern nur tanzen. Rechter Arm und die Hüften schön drehen. So, wie muss der Fuß aussehen, wenn ich jetzt von hier aus den Fuß schließe? Abrollen, ne? Seitwärts, hier bleibt der Fuß. Und außer, dass es den Kindern Spaß bringt, das haben wir ja jetzt schon gesehen und auch gehört, hat es noch irgendeine besondere Wirkung, das Tanzen auf den Menschen oder auf das Kind? Grundsätzlich ist Tanzen sehr gut für die Entwicklung und für den ganzen Bewegungsablauf, dass wir halt eben gerade stehen, dass die Wirbelsäule sich gut entwickeln kann, dass die Muskeln und Sehnenbänder sich alle super entwickeln können. Man wird sehr beweglich, was eben auch bis ins hohe Alter sehr, sehr wichtig ist, ne? Das heißt, die älteren Menschen, die sehr agil sind und aktiv sind, die sind dann auch die fittesten am Ende des Lebens. Ja. Und somit ist das natürlich super, dass die schon im kleinsten Alter damit dann anfangen. Schön, danke schön. So, erstmal ohne Arme, Hüfte und Hüfte und Schließ. Hüfte und Schließ. Hüfte und Schließ. Hüfte und Arme dazu. Und Arme. Und Arme. Und jetzt die Füße schön abrollen. Jetzt abrollen. Und die Arme ganz raus, ganz geschlossen. Und welchen Tanz tanzt ihr denn? Ich komme mal hier so zwischen euch in eure Mitte. Welchen Tanz tanzt ihr denn am liebsten? Also ich finde die Samba am besten, weil man sich da richtig viel bewegen kann. Da gibt es auch sehr viele Schritte in der Beats-Klasse zum Beispiel. Ja, also man bewegt sich da viel mehr als in allen anderen Tänzen. Und was ist die B-Klasse? Also da gibt es halt mehr keine Schrittbegrenzung, da darf man tanzen, was man will. Hat nur, dass es den Wertungsrichtern gefällt. Und das halt also gehört zu den Besseren. Nach der B kommt die A, danach die S und danach Profi halt. Das heißt Let's Dance hier im Kleinen, oder? Ja, so kann man so sagen. Kann man so sagen? 2 und 1 und 2 und slow. Ist es ungewöhnlich, dass Jungs tanzen? Die meisten spielen Fußball, die ich kenne. Warum habt ihr angefangen? Also mein Freund, er wohnt halt bei uns in der Nachbarschaft und dann haben wir das bei ihm gesehen, dann waren wir hier beim Tag der offenen Tür und dann hat es uns gefallen halt. Und dann hast du damit angefangen? Ja. Und bei dir, was war bei also dir bei mir war es das Gleiche, genau, aber ich habe auch bei ihm gesehen, also wir beide haben halt gleichzeitig gestartet. Ja, bei mir gab es dann einmal einen Partnerwechsel, sonst aber haben wir gleich am gleichen Tag sogar gestartet. Hier haben wir noch ein paar Mädchen stehen. Und ist das gut, wenn Jungs tanzen können oder sperren die sich so ein bisschen? Viele Geschwister, die hier tanzen und mein kleiner Bruder tanzt auch hier.
auch Latein mit meiner kleinen Schwester und das ist eigentlich ganz gut, wenn Jungs tanzen, nicht nur Fußball und dann noch am Handy immer spielen. So, jetzt 3, 4 und 5, 6 und 7, 8, jetzt 1, 2 und 3, 4 und 5, 6, 7 und los und 1, 2, 3, 4, drehen, 5, los, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, los, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Jungs mit den Sixpacks und ich glaube, das kennen viele Frauen genauso wie ich, das ist einfach toll, wenn Männer tanzen können. Und da wir noch eine weitere Reportage über die Breakdance-Kinder planen, übergebe ich das Mikrofon an unseren Junior-Moderator, an den Lukas. Lukas, darf ich dir das Mikrofon geben? Hallo, ich bin Lukas und ich stehe heute bei Siva, Silvio Valiani. Ja! Breakdance. Wir tanzen Breakdance zur Hip-Hop und Breakdance-Musik aus dem Bereich Funk, Hip-Hop und Soul. Auf den Rücken einführen, Nummer 2! Gibt es beim Breakdance unterschiedliche Tanzarten? Beim Breakdance selber nicht. Es gibt in der Hip-Hop-Kultur verschiedenste Tanzarten, den New Style, Hip-Hop, Locking und Popping und auch das Haustanzen. Beim Breakdance selber ist es das Breakdance, auch genannt das B-Boying, wo wir den Tanz brechen mit verschiedensten Freezes. Professionell heißt, dass ich seit 1997 mein Geld mit Tanzen verdiene, habe eine eigene Firma mit einer Angestellten und reise durch die ganze Welt, wo ich mit Kindern zusammenarbeite und denen das Tanzen beibringe. Kinder zu unterrichten. Das ist super, es bringt unwahrscheinlich viel Spaß, die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen. Denn Spaß ist das Allergrößte im Leben. Ja. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein, auch mal für die Kinder zu tanzen, damit sie überhaupt wissen, was man alles im Breakdance machen kann. Und es ist natürlich auch unwahrscheinlich geheimnisvoll, was es alles so beim Breakdance gibt. Dass ihr die Moderation geguckt habt und ich hoffe, ihr guckt noch weitere Videos und ihr könntet ja vielleicht ein Like da lassen.